Ja, ich denke, dann fangen wir jetzt einfach an. Wer noch kommt, wird sich ja schon stumm schalten oder wird automatisch stumm geschaltet. Das ist ja an der Stelle unproblematisch. Wir dürfen Sie herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, zu dieser Veranstaltung auf der SideCity in Frankfurt oder besser gesagt im Rahmen der SideCity Frankfurt. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Wir wollen Ihnen heute einen kleinen Überblick geben über unsere ja, verschiedenen Möglichkeiten, Bücher auszuleihen. Da haben wir uns zwei Schwerpunkte ausgesucht. Und es ist eben einmal, also wir sind die Deutsche Blindenbibliothek Blister-Marburg. Wir tragen gemeinsam vor, mein Kollege, der Marc Schlaab, der stellt sich gleich noch selbst vor, und ich selber, die Andrea Katemann. Wir wollen Ihnen eben, wie gesagt, heute einen kleinen Überblick geben über zwei Möglichkeiten, bei uns Bücher auszuleihen, nämlich einmal über unsere Leselust-App und einmal über Daisy Player. Und was Sie jetzt sozusagen eingeblendet sehen, ist hier unser Katalog. Das ist eine Online-Möglichkeit eben auch noch. Da gehen wir jetzt heute nicht ausführlich drauf ein, aber zumindest sehen Sie es mal im Bild, zu erreichen unter katalog.blister.de. Und wir haben 70.000 Hörbücher circa, also man ist wahrscheinlich bald bei über 70.000, aber noch nicht ganz. Jedenfalls haben wir da viele aktuelle Titel im Angebot, auch inzwischen natürlich kommerzielle Hörbücher. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen zu unserem Katalog. Da schauen Sie sich am besten online selber um. Und ich werde jetzt an den Marc Schlaab übergeben. Und Sie werden auch gleich immer mal so ein paar ja, Screenshots von unserer App sehen, aber nur sehr sporadisch. Wir werden das nicht komplett mit im Bild begleiten, aber zumindest so ein bisschen so einen Eindruck können Sie sich verschaffen. Die App gibt es für iOS und für Android in den jeweiligen Stores zu erhalten. Und sie heißt, wie gesagt, Leselust. Also Leselust nochmal. Der Name ist, glauben wir, immer ganz gut einzuprägen. Und eben in dem Sinne übergebe ich jetzt an Marc Schlaab und schwenke dann langsam um auf auf die verschiedenen Bilder der Apps, der App. Doch. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass Sie da sind und dass wir heute einen der eröffnenden Vorträge bei der SideCity 2024 halten dürfen. Mein Name ist Marc Schlaab. Ich arbeite ebenfalls bei der Blister in Marburg im Zentrum für Barrierefreiheit und neben einigen anderen Schwerpunkten wie Dokumentprüfung auf Zugänglichkeit mit Screenreader oder Arbeiten in der Braille-Druckerei und auch Schulungen ist einer meiner Schwerpunkte der Nutzersupport der Deutschen Blindenhörbücherei. Das heißt, wenn Nutzer von Ihnen bei uns anrufen, die beispielsweise Probleme in der Anwendung mit einem Daisy Player oder mit der App haben, vor allem dann, wenn es darum geht, die mit Screenreader zu nutzen, also entweder eben mit VoiceOver oder unserem Online-Katalog am PC mit JAWS oder NVDA unter Windows, dann ja, kann es dazu kommen, dass Sie dann von unserer Hörerberatung an mich weiterverbunden werden und oder per Mail an mich weitergeleitet werden und ich dann versuche, Ihre Anliegen zu beantworten. Ja, und da es immer mal wieder solche Fragen gibt, wie kann man eigentlich Bücher am besten bei Ihnen ausleihen? Oder wie geht man mit einer App um? Wie orientiert man sich da? Geht das alles so für Blinde? Und wenn ja, mit welchen Geräten? Deswegen hatten wir uns vor kurzem dazu entschlossen, auch immer mal wieder. Das hatten wir schon vor der SideCity begonnen, solche einführenden Veranstaltungen auch online abzuhalten, indem wir über diese Angebote informieren. Und jetzt eben möchten wir das Ganze dann auch nochmal im Rahmen der SideCity tun, weil da vielleicht auch nochmal mehr von Ihnen oder ja, von Ihnen zugegen sind, wie wenn das jetzt nur eine Einzelveranstaltung ist, weil man das ja sich zeitlich irgendwie einplant, weil die Messe ja lange vorher schon feststeht.
Ja, was haben wir vor? Wir möchten zuerst mal erklären, wie es abläuft, wenn Sie Bücher bei uns ausleihen möchten. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich immer noch die Bestellung per Telefon oder per Mail, um die Bücher auf CD zu erhalten. Und uns geht es ja jetzt heute um die Wege, wie man schneller zu seinen Büchern kommen kann und ohne Postversand, wie man sich das komplett selbst von zu Hause organisieren kann. Die Basis ist, und deswegen hat man das auch vorhin gesehen, tatsächlich unser Online-Katalog, weil selbst die Apps, die wir haben, wie eben die Leselust, und wir haben auch einen gleichnamigen Skill für die Amazon-Sprachassistenten oder auch ein Programm für Windows, das Katalogprogramm Blibo. Und unter Windows werden ja Programme mittlerweile auch als Apps bezeichnet. Deswegen nenne ich das hier auch mal am Rande. All diese Apps und Lösungen greifen eben auf den Bestand unseres Kataloges zu. Und dieser Katalog besteht natürlich eben zum einen aus den Büchern, die selbst eben in unseren Studios produziert wurden, aber man findet eben bei uns im Katalog auch Titel, die in anderen blinden Hörbüchereien produziert wurden. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt bei den Apps bleiben, also wie gesagt, Katalog, den man über den Internetbrowser öffnet, haben wir jetzt hier nur mal so stichpunktartig erwähnt. Genauso das Katalogprogramm Blibu, was man sich aber auch für Windows von unserer Seite katalog.blister.de herunterladen kann. Und eben auch den Skill, wenn man eben eine Amazon-Sprachassistentin hat. Ich sage bewusst jetzt nicht den Namen, damit die nicht bei irgendjemandem angeht. Könnte auch dann bei mir passieren. Wenn man sich jetzt die Frage aber stellt, man möchte das Ganze per Apps machen, was ja jetzt unser Schwerpunkt sein soll, zum Beispiel unter iPhone oder eben unter Android, was gibt es da zu beachten? Zu beachten ist, dass man eben entweder ein iPhone oder ein Android-Smartphone braucht und man muss, wenn man blind ist, als Sehender kann man das noch gut mit Vergrößerung machen, als Sehbehinderter, als Blinder braucht man eben den sogenannten Screenreader. Das ist beim iPhone der Screenreader Voice-Over und unter Android ist es der Screenreader Talkback. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man sich zum einen überlegt, mit welchen Geräten geht das gut. Also zum Beispiel, ist es immer ganz gut, wenn man jetzt bei Android-Geräten, zum Beispiel Geräte entweder direkt von Google oder von Samsung nimmt, weil die eben besonders gut darauf abgestimmt sind, dass nicht so viele überflüssige Werbeprogramme über die normale Android-Oberfläche drüber gelegt sind, sondern es ein recht reines Android ist und auch die Displays, die Touchscreens sehr gut für die Tastatur, für die Gesten, die man mit dem Finger machen muss, bedienbar sind. Beim iPhone kann man rein theoretisch nicht so viel falsch machen. Das Voice-Over ist eigentlich in allen gängigen Geräten drin und auch eigentlich auf dem gleichen Stand, wenn man ein aktuelles iOS-Betriebssystem drauf hat. Was man noch sagen kann, ist, dass es für Sehbehinderte, die mit Vergrößerung arbeiten, dass das unter Android, sagen auch viele Hilfsmittelhersteller, ich selbst kann das nicht beurteilen, da ich blind bin, aber man hört es aus vielen Reihen, dass Vergrößerung tatsächlich mit Android besser und ruckelfreier funktionieren soll als auf dem iPhone. Aber falls Sie jemanden kennen, der ein solches Gerät hat, kann man das ja vor dem eigenen Kauf mal ausprobieren.
Das Schöne ist eben bei sowohl Android als auch beim iPhone, dass eben die Screenreader, die Bedienungshilfen eben in den jeweiligen Betriebssystemen bereits implementiert sind, so dass man eben auch Gebrauchgeräte oder Geräte von anderen Familienmitgliedern oder Ähnlichem übernehmen kann, da man eben tatsächlich keine teure Zusatzsoftware extra dazu kaufen und installieren muss, so wie manche das vielleicht noch von früheren Handys kennen, von Nokia-Handys, die als Sprachausgabe Talks oder Ähnliches genutzt haben. Ja, so viel erstmal dazu. Und was man eben dann können muss, ist, man muss sich mit dem jeweiligen Screenreader etwas vertraut machen. Denn wenn man sich erstmalig ein solches Gerät holt und einrichtet, ist es eben so, dass die Gesten für Sehende etwas anders auf dem Touchscreen sind, als es zum Beispiel für Blinde ist. Und deswegen, sobald eben der Screenreader eingeschaltet ist, wird ein Sehender, der jetzt noch keine Übung darin hat, Schwierigkeiten dann haben, das Gerät zu bedienen. Das werde ich auch gleich nochmal vorführen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Dafür gibt es zum einen Handbücher. Es gibt zum Beispiel auch als Hörversion ein iPhone-Handbuch, wo alles beschrieben ist, was man sich zulegen kann, um sich kapitelweise in iOS und VoiceOver einzuarbeiten. Es gibt natürlich auch Schulungen, die von verschiedenen Hilfsmittelanbietern auch angeboten werden. Man kann auch zum Beispiel mal zum Blindenverband gehen oder zu einer Blickpunkt-Auge-Beratungsstelle und danach fragen, ob man da Hilfe bekommen kann. Also daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Und da können wir, also wenn Sie bei uns anrufen und sagen, Sie brauchen da Hilfe, Sie gegebenenfalls auch an die eine oder andere Adresse, die in Ihrem Gebiet sich befindet, weiterleiten oder wenn es nur kleinere Fragen sind, die eben auch gerne am Telefon oder per E-Mail beantworten. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, also man kann über diese App Leselust, die es eben für Android und iOS kostenlos gibt, kann man sich die Bücher herunterladen, also ausleihen, herunterladen. Und das Schöne ist, man kann sie eben dann auch direkt in der App integrierten Player anhören. Das heißt, ich brauche keine extra App mehr, dass ich jetzt das Buch erst in irgendeine extra App kopieren oder entpacken oder sonst was muss, sondern ich kann die auch direkt darin anhören. Ich kann den Inhalt vorher herunterladen oder ich kann eben auch den Download als sogenanntes Streaming bezeichnet, während dem Hören laufen lassen. Das heißt, ich höre dann immer ein Stück und im Hintergrund wird schon immer das nächste Stück heruntergeladen. Die App greift, wie gesagt, auf den Katalog zu. Ich kann per Sprachbefehl suchen, ich kann per Text suchen, ich kann in Kategorien suchen. Also all das ist möglich. Und ich würde jetzt einfach dann mal die App öffnen und beziehungsweise einfach auch mal zeigen, wie man sich bewegt. Also man kann, wenn man jetzt das Voice-Over eingeschaltet hat, kann man sich, indem man mit einem Finger von links nach rechts oder von rechts nach links wischt, kann man sich auf dem Bildschirm von hier jetzt erstmal auf dem Startbildschirm von App zu App zu bewegen. Seite 3 von FIP, AR, Seite 3 von Kurfpass, Leselust, S-Push, Leselust. So, Zum Öffnen wenn, doppeltippen. und jetzt sagt mir mein Voice-Over schon, aber auch nur, wenn die Hinweise dazu eingeschaltet sind in den entsprechenden Einstellungen, sagt mir schon, dass ich, um die App zu öffnen, einmal doppelt tippen muss. Und das ist eben schon der Unterschied zu der Bedienung, wie es der Sehende machen würde. Wir können nicht einfach mit dem Finger irgendwo auf dem Bildschirm draufdrücken, um irgendwas zu öffnen,
Weil wir müssen ja erstmal wissen, welches Element überhaupt aktiviert ist. Also muss er es uns erstmal ansagen. Und wenn das das ist, was wir dann wirklich wollen, dann tippen wir da einfach doppelt mit einem Finger drauf. Leselust, Katalog, Taste. So. Tagesschau, jetzt Katalog, Taste. So, jetzt ist es also so, er steht auf Katalog. Das ist eine Taste, auch die können wir mit Doppeltippen, könnten wir die öffnen. Ich wische jetzt aber einfach mal mit einem Finger weiter nach rechts, um Ihnen zu zeigen, was sich eben hier auf dem Bildschirm noch an weiteren Elementen befindet. Riesige Bücher, Überschrift. Sie hören, Taste. Sie hören, hier wird dann, wenn man da drauf tippt, der Player geöffnet. Mit dem Buch, was man gerade am Hören ist, da kann man dann zum Beispiel sowas machen wie ja, spulen oder die Wiedergabe fortsetzen und so weiter. Sprachsuche, Taste. Suche nach, Suche in Name und Titel, Textfeld. Hier kann ich Kopf arbeiten, jetzt Doppeltippen. eben entweder per Sprachsuche oder eben auch rechts daneben auf das Textfeld tippen und den Text eben eingeben. Diese Sprachsuche übrigens, das ist auch nichts, was wir extra für unsere App entwickelt haben. Die gibt es zum Beispiel auch in der Google-App, wenn ich was suchen will, oder die gibt es auch in der YouTube-App. Also das ist nichts Eigenmarke, das ist generell schon in einigen Apps implementiert. Das heißt, ich habe im Prinzip drei Möglichkeiten zu suchen, sogar drei. Ich kann einmal ins Textfeld gehen und kann per Tastatur den Text schreiben. Ich kann ihn auch im Textfeld über die Diktierfunktion des Betriebssystems reindiktieren und ich habe eben nochmal die gesonderte Sprachsuche. Dann gibt es noch, Neue Allgemeines. Wissenschaft. dann haben Suche wir nach. unsere Suche in Name und Titel. Neuerscheinungen. Text. Neue Allgemeines. Wissenschaft. Kultur. Information und Kommunikation. Allgemeines. 1. Taste. Und da wird dann noch immer angesagt, die jeweilige Kategorie und wie viele Neuerscheinungen es eben gerade in dieser Kategorie gibt. Diese Neuerscheinungen beziehen sich immer auf die letzten 30 Tage. Neue Belletristik. Neue biografische Literatur, Ich neue gehe Bild einfach mal das Operette, schneller Wissen, durch. neue Biografie, neue Geschichte, neue WhatsApp, neue Kinder- und Jugendbücher, neue Kunst, neue Literatur, neue Medizin, neue Musik, neue Natur, neue Nichtzuge, neue Philosophie, neue Psychologie, neue Religion, neue Sozialwissen, neue Sprache, neue Technik, neue Wirtschaft, Kategorien, Taste. So, das wollte ich Ihnen nämlich noch zeigen. Also überall da, wo vorher gesagt wird neu, das bezieht sich dann darauf, dass es in dieser Kategorie Neuerscheinungen gibt. Und wenn es heißt nur Kategorientaste, dann kann ich eben unabhängig von den Neuerscheinungen, wenn ich eben keinen Suchbegriff eingegeben habe, eben hier Kategorien und Unterkategorien aufklappen und kann hier eben suchen in Sachbücher, in Belletristik und eben auch in den jeweiligen Unterkategorien wie Biografien oder Krimis oder ähnlichem. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise einfach Katalog, mal Katalog, kurz, Daisy Hörbücher, Überschrift. genau, das hier ist jetzt übrigens der Katalog für die Daisy-Hörbücher. Wir haben, wenn man auf Katalog klickt, kann man dann auch noch auswählen, ob man suchen möchte im Katalog für Daisy-Bücher oder eben auch Bücher in Brailleschrift. Die kann man da bei uns dann auch noch einsehen. Genau. Und wenn Katalog, ich jetzt mal Taste, Katalog, suche, Lesehilfe, Sie einfach hören, mal Taste, als Beispiel. Sprachsuche, Taste. Sommer. Arbeit. Treffer 1 bis 20 von 586. Theo Sommer, 1955. Aktion. Philipp Rock, Aktion. Abingdon Hall, der letzte Sommer. Ja, Taste. so, dann habe ich hier zum Beispiel sowas wie der letzte Sommer. Und ja, und umso genauer man natürlich die Suchanfrage macht, umso genauer sind natürlich die Treffer. Kleine Ergänzung von mir. Man sieht jetzt hier in den Screenshots einmal das Suchergebnis zum Suchbegriff Fußball und man sah eben auch die Sucheinstellungen in dem Screenshot
zum Thema Fußball. Also insofern, da haben wir jetzt mit verschiedenen Suchbegriffen gearbeitet, aber das Ergebnis ist im Prinzip so ähnlich. Also mit anderen Worten, das Layout von der Suche unterscheidet sich ja nicht. Genau. Genau. Wir haben neben jedem Suchergebnis dann eben eine Aktionstaste. Und wenn man die doppeltippt, dann kann man eben verschiedene Aktionen ausführen. Man kann sich eben Details zum Buch anzeigen. Man kann Telefonnummer sich 1900, Sprachausgabe so, deaktiviert. man kann sich dann eben einmal Details zum Buch ansagen lassen. Man kann weiterhin das Buch eben ausleihen. Man kann festlegen, ob man den Inhalt vorher herunterladen will oder ob man es eben direkt anhören will. Und währenddessen der Download läuft, oder man kann sich eben auch dann Werke eines bestimmten Autors oder einer bestimmten Buchfamilie anzeigen lassen. Also das sind alles so Dinge, die möglich wären. Und wenn man es dann eben ausgeliehen hat, dann gibt es unten am unteren Rand der App, gibt es dann eben statt Katalog eben auch noch den Bereich Meine Medien. Und dort findet man dann alle Bücher, die zurzeit auf der Ausleihliste stehen und auch die Zeitschriften, die muss man aber nicht separat suchen oder ausleihen, die werden automatisch nach Fertigstellung, wenn man welche abonniert hat, in das jeweilige Bücherregal, in das virtuelle Bücherregal gelegt. Und aus dem Bereich Meine Medien kann man eben dann die Bücher oder die jeweilige Zeitschrift dann einfach aufrufen und dann kommt man wieder dahin in diesen Player, wo ich vorhin war, wo es eben hieß, die Hörentaste und wo man dann eben auch die verschiedenen Spulfunktionen nutzen kann. Ich würde kurz einfach noch erklären, was es eben mit diesem Player auf sich hat. Das ist dann nämlich auch später, nachdem ich Ihnen dann auch erstmal die Gelegenheit gebe, Fragen zu stellen, eine gute Überleitung zu dem zweiten Schwerpunkt Daisy Player. Der Player in der App funktioniert nämlich im Prinzip genauso wie eben ein eigener Daisy Player. Das bedeutet, der Vorteil für vielleicht welche, die es noch nicht wissen, der Vorteil des Daisy-Formates ist ja, dass man nicht, wie manche das vielleicht auch noch machen oder wie beim normalen CD-Player, dass man eben ein Hörbuch von Anfang bis Ende zwar natürlich auch durchhören kann einfach, aber man hat eben auch die Möglichkeit, wie ein Sehender in einem Buch zu blättern. Das heißt, je nachdem, wie ein Buch strukturiert und erstellt wurde, hat man eben die Möglichkeit, kapitelweise oder unterkapitelweise oder seiten- und abschnittsweise eben ein Buch durchzugehen, wie jeder Sehende eben auch ein Buch durchblättern kann. Und diese Möglichkeiten bieten eben neben den Daisy-Playern, auf die wir nachher noch eingehen, eben auch der Player in dieser App, in dem man eben dann einstellen kann, gehe 10 Sekunden vor oder zurück, gehe auf Ebene 1 zum Beispiel vorwärts oder rückwärts oder auf Ebene 2 und je nachdem, wie das Buch strukturiert ist, heißt das dann eben abschnittsweise, kapitelweise und so weiter. Am Anfang eines Buches wird auch in der Regel was über die Buchstruktur schon gesagt, eben zum Beispiel, aus wie vielen Hierarchieebenen ein Buch besteht und wie diese gegliedert sind. Und das kann man eben alles auch in dieser App machen, sodass man dann eben die Bücher nicht erst woanders hin verschieben muss, sondern dann direkt in diesem Player dann auch diese Navigationsmöglichkeiten hat. Wie die Daisy Player auch, merkt sich auch die App die letzte Abspielposition in einem Buch, das heißt die sogenannte Resume-Funktion. Das heißt, ich habe eben die Möglichkeit, genau an der Stelle wieder weiterzumachen. Was so bei handelsüblichen CD-Playern in der Regel auch nicht der Fall ist. Die fangen bei einer Musik-CD immer wieder beim ersten Lied an. Was man aber zusätzlich auch dann noch machen kann, ist auch Lesezeichen in
Büchern zu setzen. Also alles, was im Prinzip mit Daisy-Playern geht, können Sie auch an Navigationsmöglichkeiten eben auch in unserer Leselust-App nutzen. Auch da wieder kleine Ergänzung von mir für die Android-Nutzenden unter Ihnen und euch. Der Daisy Player in dieser App ist, wenn man es vergleicht mit anderen Android-Apps, die es gibt zum Abspielen von Daisy-Büchern, sehr kompakt und übersichtlich. Das finde ich eine ganz große Stärke dieser App, weil man hat da Geschwindigkeit, Einschlaffunktion, diese verschiedenen Navigationsmöglichkeiten, die man auswählen kann, sehr kompakt auf einer Seite einstellbar. Man muss da nicht lange suchen. Und man kann relativ schnell sich dann auch wieder bewegen in das Inhaltsverzeichnis eines Buches. Das ist eine sehr kompakte Darstellung. Genau. Ja, und damit würde ich jetzt dann erstmal die kleine Vorführung und die ganzen Erklärungen zu den Apps erstmal beenden und gerne auf Fragen eingehen, wenn es welche gibt. So, wenn es Fragen gibt, können Sie sich entstummen und können eben einfach reinreden, wenn Sie wollen. Wir sind ja hier ein kleiner Kreis. Wenn es aber keine Fragen gibt, ist das ja auch kein Problem, aber es entstummt Ja, sich gerade Rudi jemand. Ulrich hier. Herr Schwab, Sie haben gesagt, Sie haben Hörbücher, die selbst produziert sind und von anderen Blindenbibliotheken, aber es gibt doch inzwischen auch kommerzielle Hörbücher, die desifiziert werden. Das ist doch auch inzwischen doch, denke, einige hundert oder einige tausend sogar im Sortiment sind, wo ja auch, sag mal, sehr attraktive Bücher von sehr interessanten Sprecherinnen und Sprechern aufgesprochen wurden, oder? Ja, stimmt, das ist richtig. Ja. Genau, und das hatten wir auch am Anfang schon mal einmal gesagt. Aber das wiederholen wir gerne nochmal. Es gibt inzwischen natürlich auch kommerzielle Hörbücher, die ja auch sehr zahlreich vorhanden sind. Da gibt es natürlich auch sowas wie Autorenlesungen, ne? Das ist ja manchmal auch ganz schön. Nicht jeder Autor kann vielleicht so gut lesen wie ein Sprecher, aber das ist dann immer noch mal eine eigene Interpretation für Leute, die das mögen. Gibt ja auch Leute, die das gar nicht mögen. Genau, ich hatte das mit den anderen Blindenbibliotheken nur noch mal so hervorgehoben, dass man sich jetzt keine Sorgen machen muss, wenn man jetzt, also dass es im Prinzip egal ist, ob man jetzt, wenn man jetzt nur in einer oder in mehreren, also man kann in beliebig vielen Bibliotheken gleichzeitig natürlich Nutzer sein, aber selbst wenn man jetzt nur in einer ist, dass man eben trotzdem auch die Möglichkeit hat, auf die anderen Werke eben trotzdem auch zugreifen zu können. Genau, gibt es weitere Fragen und/oder Anmerkungen? Ja, meinerseits noch. Können Sie mich hören? Ja. Ja. Okay, ja, erstmal vielen Dank für Ihr Input. Wie sieht es aus, wenn man einen Buchwunsch hat und dieses Buch ist meinetwegen bislang nur im Schwarzdruck erschienen und man hätte den Wunsch, dass es aufgesprochen wird? Kann man damit zum Vorlesewunsch dann an die Plister treten auch? Ja. Das können Sie total gerne. Wir freuen uns über alle Buchvorschläge, die wir kriegen. Und wir freuen uns insbesondere darüber, dass die Buchvorschläge, die wir kriegen, immer zahlreicher werden, insbesondere im Hörbuchbereich. Und ich weiche jetzt hier mal ganz kurz ab. Das gilt auch für Bücher in Braille. Wenn Sie also Wünsche haben an Büchern, die Sie in Braille übertragen haben möchten, dann schreiben Sie uns das bitte genauso gerne wie bei Hörbüchern. Da freuen wir uns auch drüber. Wir können das auch inzwischen sehr viel schneller, als wir das früher konnten. Früher hat man ja manchmal, weiß ich, ein halbes Jahr auf ein Buch gewartet und heute wartet man möglicherweise nur 2 bis 3 Wochen auf ein Braillebuch, ne? Also das geht schon Ja, erheblich schneller. toll. Ja. Das ist toll. Das heißt, da kann man dann einen Monat später nochmal nachfragen, ob der Wunsch umgesetzt wurde. Das kann man ja. Ja, Super. und also wir machen da auch immer fleißig Werbung für, auch in unserem Bibliotheksmagazin, und dass man das gerne machen kann. Und das Schöne ist ja, ich habe es ja eben auch erzählt und gezeigt, dass man ja eben sowohl über die App als ja auch über den Katalog eben sowohl eben die Hörbücher als auch die Punktschriftbücher einsehen kann. Das heißt, da kann man dann natürlich dann auch immer gucken, ob es dann, was dann realisiert ist in der Zwischenzeit. Vielen Dank für die Frage. Genau. Gibt es weitere Anmerkungen? Ich glaube aber, soweit ich jetzt mitkriege, nein. Dann würden wir Ja, noch. Entschuldigung, noch was. Ja. Das kam vielleicht am Anfang, aber
Ab 10 hat mein Ton noch nicht funktioniert. Ich war dann stumm mit dabei. Vielleicht haben Sie es schon erwähnt. Es geht ja um die Registrierung. Kriegt man vielleicht ist da so ein Passwort zugeschickt? Kann man das auch empfehlen für Nutzer, die noch nicht da irgendwie gemeldet sind als Hörbücherei oder Punktschriftbüchereimitglied? Also gibt es so eine Gastfunktion, dass das quasi benutzt werden kann, diese App, ohne dass man schon ein Passwort verfügbar hat? Genau, also man kann in der App selber, ohne irgendwo Mitglied zu sein, suchen. Also will sagen, die ganzen Kategorien an Büchern sich angucken und eben suchen, wie der Herr Schlaab es vorgeführt hat. Man kann dann auch Hörproben von den Werken abspielen, aber nicht mehr. Wenn man dann sozusagen noch mehr möchte, dann muss man am besten eine Mail schreiben an info@blister.de, also info i n FO, also info@blister.de und dann eben ein Passwort anfordern bzw. Mitgliedsunterlagen ausfüllen. Und da ist jetzt wichtig, wir dürfen nur an Menschen ausleihen, die blind, seh- oder lesebehindert sind. Einige von Ihnen wissen das wahrscheinlich, aber ich sage es für alle einfach nochmal, blind, seh- oder lesebehindert sind. Und man muss dann einen Nachweis über seine Behinderung vorlegen. Das kann im Fall der Behinderung ein Schwerbehindertenausweis sein. Das kann aber auch ein ärztliches Attest sein, das die Blindheit, Seh- oder Lesebehinderung bescheinigt. Alles Und klar. deshalb ist es im Prinzip, was Ihre Frage war, leider nicht möglich, einfach so, ohne dass man schon im Besitz eines solchen Passwortes sitzt, jemandem ein Testkonto zur Verfügung zu stellen oder so, weil man eben erst diese Nachweise braucht. Also das ist nicht so wie bei der Bank. Es gibt ja Banken, die bieten fürs Online-Banking mal auszuprobieren schon mal so ein Demokonto oder so an, aber das ist da halt nicht. Okay, ja, ich bin tatsächlich schon Mitglied, aber ich dachte jetzt nur für eine Bekannte, die da auch Interesse hätte, mal reinzuschnuppern, dann sage ich der eben, kann sich direkt anmelden dann und kann die Nachweise sicher auch liefern dann, ja. Ja, Es kostet genau. ja auch nichts. Nee, genau, ist Genau. alles kostenlos, von daher eigentlich insofern kein Problem. Und man kann dann einfach ausprobieren, so viel man möchte. Und wir stehen natürlich da auch gerne hilfreich zur Seite, gerade beim Einstieg, weil manchmal gibt es ja auch gerade so beim Einstieg verschiedene Probleme und Hemmungen, die man so hat mit der App oder so oder generell mit Ausleihwünschen. Muss man ja auch für sich so einen Weg finden, wie man am liebsten ausleiht, ne? Können wir vielleicht allgemein auch noch sagen, es gibt, der Herr Stab hat das angedeutet, so ein Infomagazin von uns, wo man auch immer mit Neuigkeiten über Bücher versorgt wird. Das erscheint viermal im Jahr und da werden immer eine ganze Menge Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen und mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt. Genau. Gut. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es doch sogar jetzt auch einen Podcast, wo man noch in kürzeren Abständen Infos bekommt zu Büchern, oder? Ja, das stimmt. Und ich habe ihn eben, und das habe ich vorenthalten, das ist insofern eine super Frage. Der war eben mal im Bild kurz eingeblendet im Katalog, aber es gibt ihn und es gibt ihn 14-tägig. Der erscheint auf allen gängigen Podcast-Plattformen, so Spotify und Apple Music und naja, podster.de und auch über das Pinnwandradio ist er zu hören und über Blinzeln 1 und da ja auch ganz bequem über die sprachgesteuerten Geräte, die eben schon genannt wurden. Von daher ganz einfach, wenn man das möchte, kann man das tun. Ja, und eben insofern, ja, Und über da die kann man, Katalogseite auch. genau, und über die Katalogseite findet man ihn auch, da kann man ihn auch abonnieren und wir werden auch noch weiter darüber informieren, was es da in der Richtung Neues gibt. Der Podcast setzt sich natürlich zum Ziel, sehr viel zeitnäher zu informieren als ein Infomagazin. Allerdings, ja, ist natürlich so, dass man da immer nur eine kleine Auswahl an Büchern präsentieren möchte zunächst, weil der Podcast auch nicht so lang sein soll. Der ist ja dann eher für die Menschen, die mal so schnell was Kurzes hören möchten, ne? So ist das gedacht. Und so ein Infomagazin ist natürlich länger. Genau. Vielleicht müsst ihr noch sagen, wie er heißt. Blister Leselust. Der DBB Podcast, genau. Gut, das ist also an der Stelle zu dem Podcast und zur App. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt nochmal über zum Thema Daisy Player, wo wir etwas zu sagen wollten. Genau genommen, Herr Schlaab vorwiegend etwas dazu sagen möchte. Die Daisy Player werden
im Bild nicht begleitet, weil das könnte man eigentlich kaum. Wir werden mal kurz dann gleich das kleine Gerät Milestone in die Kamera halten, damit man sieht, aber viel Aber ich mehr. beschreibe die sonst auch. Ja. Genau. Gut, dann Marc, bitte. Ja, also jetzt gibt es eben neben Apps, weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, okay, Smartphone ist nicht so mein Ding, vor allem wenn es eben nicht mehr mit Tasten ist und mit Touchscreen, obwohl es auch noch einige mit Tasten gibt, aber wenn jetzt jemand sagt, trotzdem Smartphone ist jetzt nicht so unbedingt meins oder auch am PC im Internet, dann gibt es natürlich auch weiterhin noch die Daisy Player, genauso wie es auch weiterhin noch bei uns ja die Bücher auch auf CD noch zu bestellen gibt, gibt es eben aber auch Daisy Player, die die Möglichkeit haben, dass man die Bücher online ausleihen kann und anhören kann über die Player. Voraussetzung ist, dass man zum einen Daisy Player hat, der eben über WLAN-Funktionen verfügt, der also internetfähig ist, um es mal ganz einfach auszudrücken, und zum anderen, dass eben die jeweilige Blindenhörbücherei, über die man ausleihen will, eben auch schon in diesen Geräten verzeichnet ist. Da gab es ja jetzt in der Vergangenheit immer unterschiedliche Stände. Die einen waren schon in dem drin, die anderen waren in dem noch nicht drin. Wir können jetzt eigentlich von uns sagen, dass wir inzwischen in allen gängig erhältlichen Daisy-Playern verzeichnet sind. Und ja, im Prinzip kann man sagen, der Prozess, bevor ich auf die einzelnen Geräte kurz eingehe, der Prozess ist eigentlich bei allen Geräten gleich. Das ist auch genauso wie bei der App oder mit den Amazon-Sprachassistenten so. Man bekommt bei uns, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal von uns, was es natürlich sehr einfach macht. Man bekommt bei uns Zugangsdaten eben, seine E-Mail-Adresse als Benutzernamen und ein Passwort, was man natürlich dann auch ändern kann und sich ein eigenes Passwort erstellen kann. Und diese Zugangsdaten, die gelten für alles. Also egal, ob man über die App ausleiht, über den Online-Katalog am PC, über das Katalogprogramm Blibu, die Sprachassistenten oder Daisy Player. Man nutzt überall diese gleichen Zugangsdaten. Es gibt auch andere Büchereien, da ist der Nutzername nicht die E-Mail-Adresse, sondern beispielsweise die Hörernummer oder ja, oder man hat dann einen Zugang für den PC und für die Daisy Player nochmal einen anderen. Da müssen Sie sich tatsächlich immer, egal ob per App oder per Daisy Player, immer nochmal, wenn man sich da nicht sicher ist, bei der jeweiligen Bücherei informieren, wie das mit den Zugangsdaten bei denen ist und genau sagen, mit welchem Gerät man sich da versucht einzuloggen oder was auszuleihen, weil das kann dann schon mal einen Unterschied machen, ob es der PC oder ein Daisy Player oder das Smartphone ist. Aber bei uns sind diese Zugangsdaten eben immer gleich. Hat man also seine Sehbehinderung oder Lesebehinderung nachgewiesen und ist bei uns registriert, dann muss man aber auch noch dazu sagen, dass man, es kann ja auch sein, dass jemand schon länger dabei ist und die Bücher bisher auf CD nur bekommen hat. Man muss sich dann eben auch einmalig für den Download freischalten lassen. Aber wie gesagt, das alles kostet nichts, genau wie das Ausleihen der Bücher. Und wenn man das dann hat, ist es im Prinzip bei allen Geräten, bei allen Daisy-Playern gleich. Man stellt die Internetverbindung her. Man richtet einmalig nur sein Nutzerkonto ein mit Benutzername, also E-Mail-Adresse und Passwort. Die merkt sich das Gerät genau wie den WLAN-Zugang und man kann dann eben immer direkt nach Einschalten des Geräts wird es sich dann verbinden und man kann dann eben im Prinzip direkt loslegen mit
Suchen im Katalog und mit Ausleihen und mit Anhören. Das ist das, was bei allen Geräten gleich ist. Genau wie die Navigationsfunktionen, die eben schon erwähnt wurden. Also, ne, das heißt kapitelweise oder seitenweise, je nachdem, wie das Buch strukturiert ist, oder die Abspielposition merken, Lesezeichen erstellen. Auch das geht bei den ganzen Geräten. Dann jetzt kurz zu den Unterschieden, damit man sich schon mal eine Übersicht geben kann, welcher Player eventuell für einen in Betracht kommen könnte. Und da kann ich dann auch nur empfehlen, sich die einfach mal irgendwo anzugucken, mal in die Hand zu nehmen, zu fühlen, sind die Tasten gut für mich. Das kann man auch eigentlich bei vielen Hilfsmittelfirmen kann man das machen, auch vielleicht beim Blindenverband, wo auch immer. Ja. Also die Daisy Player gliedern sich eigentlich in zwei Gruppen. Es gibt einmal die großen, die sogenannten Tischgeräte, und es gibt die mobilen Geräte. Bei den großen Daisy Playern gibt es einmal den Victor Reader Stratus und es gibt die Webbox bzw. Daisy Box, die ich auch gleich noch mal kurz vorführe, damit Sie die auch hören können. Und diese beiden Geräte haben eben beide sowohl die Möglichkeit, dass man eben über sie online die Bücher ausleiht, per Internet bei der Bücherei direkt. Man kann aber mit beiden Geräten eben auch noch die Bücher auf CD hören. Wenn man also jemand ist, der sagt, ich will auch zwischendurch aber immer mal wieder eins auch per CD hören, dann ist auf jeden Fall einer dieser beiden Geräte zu empfehlen. An der Webbox bzw. Daisy Box, da ist zwar kein CD-Laufwerk eingebaut, da bekommt man aber optional ein USB, ein externes USB-Laufwerk dazu, was man einfach an die Webbox bzw. Daisy Box anstecken kann. Und dann hat man auch direkt ein CD-Laufwerk. Und im Victor Reader Stratus ist sogar das CD-ROM-Laufwerk fest eingebaut. Ja, und dann gibt es die mobilen Geräte, die im Prinzip alle so aussehen, ja, so eine Art wie kleine Handys. Da geht das natürlich nicht mit der CD. Die arbeiten eben entweder auch online, aber für die ist man auch nicht gezwungen, Internet zu nutzen, wenn man das nicht möchte. Man kann natürlich auch eine Speicherkarte nutzen, sich also von einem Angehörigen, von jemand die Bücher auf eine Speicherkarte runterladen lassen, kann sich die Speicherkarte in den Player machen oder auch einen USB-Stick an den kleinen Player anschließen und kann sich dann darüber seine Bücher anhören, aber eben auch über das WLAN die Bücher runterladen. Bei den kleinen Daisy-Playern gibt es einmal den Victor Reader Stream in der neuen Generation auch, jetzt auch mit Bluetooth-Verbindung, mit einem noch besseren Punktdruck auf den Tasten und einem fest eingebauten Akku mittlerweile. Der Victor Reader Stream zeichnet sich auch dadurch aus, dass er eine 10er-Zifferntastatur hat, wie man die vom Tastentelefon kennt, also mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer die. Also die vier Dreierreihen untereinander und auf der 5 eben eine gut fühlbare Markierung. Die ist dann dazu da, dass man zum einen, wenn das Buch über Seitennavigation verfügt, dass man eben direkt eine Seitenzahl eingeben kann. Oder man kann diese Tasten aber auch als Pfeiltasten benutzen, indem man zum Beispiel in Menüs oder im Buch navigiert mit 2 und 8. Nach oben und nach unten und mit 4 und 6 eben nach links und nach rechts. Die anderen kleinen Player haben das nicht. Das wäre eben einmal noch der Evo E10 und den E12 gibt es auch schon. Die haben tatsächlich eben einfach nur eine Menütaste, ein Steuerkreuz und eben Tasten zum
Abspielen und Pausieren und Vor- und Rücklauf. Ja, und dann gibt es eben auch noch den Milestone sozusagen. Das ist eigentlich der kleinste. Und der Milestone hat tatsächlich nur 5 Tasten. Und der, ja, also den würde ich da einfach mal so in die Kamera mal halten. Der passt im Prinzip in jede Hosentasche, in jede Jackentasche und ist spielend einfach zu bedienen. Den kann man noch nicht mal ein- und ausschalten. Der hat noch nicht mal einen Ein- und Ausschalter. Der ist nämlich immer in so einer Art Standby und den kann man durch Druck auf eine beliebige Taste sofort aufwecken. Ich mache das einfach mal. Bücher. So, hier habe ich jetzt die Anwendung Bücher. Ich habe also eine Taste auf der Stirnseite, mit der ich einfach die Anwendungen durchgehen kann. Webradio, Wetter, Audio, Bücher. Und dann ist man wieder bei Bücher. Ich kann also Bücher abspielen. Ich kann Audio abspielen, weil ich mit dem Gerät auch selbst Aufnahmen machen kann. Das sind ja dann keine Bücher, die würde ich dann zum Beispiel in Audio abspielen. Bücher, damit sind eben wirklich die Daisy-Bücher gemeint. Und der hat dann eben wirklich nur die Möglichkeiten, Pfeil auf, Pfeil ab, links und rechts und Play und Stop. Und eben diese Anwendungstaste, um durch die Anwendung zu navigieren. Und das war's schon. Und auch mit dem kann man Bücher ausleihen im Online. Das ist alles möglich. Wobei es hier natürlich insofern schwierig ist, wenn man jetzt einen langen Titel oder einen langen Suchbegriff eingeben will. Man muss dann nämlich immer mit den Pfeiltasten den jeweiligen Buchstaben suchen. Und dann auf dem jeweiligen Buchstaben OK drücken. Das heißt, das ist ein bisschen müßig. Da würde es sich vielleicht dann eher anbieten, die Bestellnummer sich rauszusuchen, damit man nur Zahlen eingeben muss oder einen kurzen Suchbegriff zu nehmen. Aber grundsätzlich geht das alles. Ja, die Daisy Player können Sie übrigens auch sich vom Augenarzt verordnen lassen und dann gegebenenfalls bei der Krankenkasse beantragen. Das können Sie dann auch alles mit dem Hilfsmittelanbieter besprechen, wo Sie das dann herbeziehen möchten oder ob Sie den privat kaufen oder wie auch immer. Ja, zum Abschluss würde ich einfach mal ganz kurz noch am Beispiel der Webbox, weil Sie haben das jetzt mitbekommen, der Lautsprecher von dem Milestone, weil das Gerät zu klein ist, klingt jetzt natürlich nicht so toll. Da empfiehlt es sich eben vielleicht dann auch mit Kopfhörer zu hören. Da er Bluetooth hat, kann man da eben auch nicht nur kabelgebundene Kopfhörer, sondern eben auch kabellose anschließen. Aber es gibt auch noch einen Anschluss für kabelgebundene Kopfhörer. Eins der größeren Geräte wie der VictorReader Stream oder die Webbox haben da natürlich mit ihrem großen runden Lautsprecher einen wesentlich volleren Klang. Deswegen ist das natürlich für Demonstrationen einfach noch besser. Und da würde ich jetzt einfach gleich mal am Beispiel der Webbox ganz kurz zeigen, wie einfach es ist, wenn man schon angemeldet und eingeloggt ist, tatsächlich, wie schnell es geht, ein Buch auf seine Ausleihliste zu setzen. Der Unterschied noch ganz kurz, die Webbox sieht folgendermaßen aus. Die kann ich nicht ins Bild halten, weil die am Strom hängen muss. Die hat 3 Tasten und dann nochmal 2 übereinander, also 5 Tasten insgesamt und ein großes Drehrad und das war's dann auch schon. Die Daisy Box sieht genauso aus. Zwei Unterschiede gibt es eigentlich nur. Zum einen hat die Webbox noch Internetfunktionen wie Wikipedia, Nachschlagewerke, Webradio und so weiter, während die Daisy Box nur die Online-Funktionen zur Verfügung hat für die Kommunikation mit den Online-Büchereien. Und die Daisy Box hat sogar auch ein Display,
ist jetzt auch was ganz Neues, ein Display, wo Angehörige zum Beispiel helfen können bei der Einrichtung des WLAN-Schlüssels oder so, wenn man sich da selber unsicher ist. Für was aber die Herstellerfirma selbst sagt, ist, dass das Display für Sehbehinderte eher ungeeignet ist, weil es dafür dann doch zu klein ist und man die Schrift nicht entsprechend groß machen kann und nicht entsprechend mit verschiedenen Kontrasten oder so arbeiten kann. Müsste man dann einfach mal ausprobieren, ist ja vielleicht jetzt auch während der Side City ein guter Zeitpunkt, das an einem Stand mal zu testen. Ja, ich würde jetzt einfach mal kurz mit der Webbox das zeigen, wie einfach das geht. Ich schalte die jetzt mal ein. Verbindung mit dem Internet. Bitte warten. Herzlich willkommen zum Internetabonnement Ihrer Webbox. Wenn Sie den gewünschten Man befindet Eingangslos sich dann schon in einem Auto. Hauptmenü und kann einfach mit den Pfeiltasten durchgehen. Herzlich willkommen. Meine Favoriten, Neuigkeiten, Radiosender, Fernsehsender, Informationen. Recherche, Hörbücher. Ich nehme mal Hörbücher. Sie haben Hörbücher ausgewählt. Diese List Technik für alle. Blister in Marburg. Sie haben Blister in Marburg ausgewählt. Diese Liste enthält drei Einträge. Verbindung zur Bücherei herstellen. Konnte leider keine Verbindung zum Server herstellen. Sie haben Blister in Marburg ausgewählt. Diese Liste enthält drei Einträge. Pause. Ja, warum auch immer jetzt gerade keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann, das ist natürlich schade. Aber Sie haben jetzt wenigstens mal das Menü gehört. Man bedient das tatsächlich nur über die Pfeiltasten hoch und runter und okay und zurück. Normalerweise wäre es dann jetzt so gewesen, man hätte jetzt einfach ja, sich eingewählt, dann wäre gekommen Bücherregal oder eben im Katalog suchen. Dann hätte ich auswählen können zwischen einem Suchbegriff oder ja, einem Titel, einem Autor oder einer Katalognummer oder ähnlichem. Und dann hätte ich das eingeben können und dann hätte ich wie in der App eben, wo Sie den Suchvorgang miterlebt haben, die Trefferliste bekommen und hätte das jeweilige Buch direkt auswählen können. Ja, letzten Endes ist es nicht mehr, wie gesagt, wie die Pfeiltasten und die OK-Taste zu drücken. Das Schöne bei der Webbox ist dann auch, dass das Buch, wenn es dann einmal im Bücherregal ist, kann man es auch zwar herunterladen, man kann es aber auch direkt anhören, also auch live streamen direkt. Das funktioniert auch. Ja, und dieser Prozess funktioniert eigentlich bei allen Playern gleich. Bei der Webbox oder Daisybox läuft es dann eben so, dass man hier mit dem großen Drehrad die einzelnen Buchstaben anwählt und die dann mit OK bestätigen muss. Genau, das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. Wenn man aber sich die Bestellnummer raussucht oder merkt aus dem Katalog oder aus unserem Infomagazin und sich die rausschreibt, dann geht das dann doch relativ schnell. Da ist es natürlich einfacher in der App oder so, dass man dann auch einen ganzen Titel oder so einfach aufsprechen kann. Ja, damit würde ich dann auch zum Ende des Teils über die Daisy Player kommen und stehe auch hier gerne noch, oder wir stehen auch hier gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ja, da wahrscheinlich steht vorwiegend Herr Schlapp für Fragen zur Verfügung, denn ich kann dazu wahrscheinlich wenig beitragen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Marc. Jetzt haben Sie Fragen zu dem Gehörten. Sie können sich einfach entstummen. Wir sind ein kleiner Kreis, glaube ich, da kann man einfach reden.
Aber ich höre keine Fragen. Und im Nachhinein, wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie sich ja sehr gerne auch noch wenden. Mailadresse info@blister.de. Blister geschrieben blista.de, B wie Bertha. Info@blister.de. Ja, wir haben uns darüber gefreut, Ihnen entsprechend zwei unserer Ausleihwege schwerpunktmäßig präsentieren zu können, nämlich die App und einige Daisy Player. Wir danken Ihnen auch herzlich für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß bei der Side City. So, danke für den Applaus, ist auch nett. Auf jeden Fall, wir wünschen Ihnen auch noch viel Spaß bei der Side City vor Ort, sofern Sie denn doch noch vorhaben, hinzugehen. Es ist ja immer eine Reise wert, denken wir. Man kann ja immer viele neue Dinge entdecken und auch viele nette Leute treffen. Das ist schon immer spannend. Ja, viel Spaß auf jeden Fall weiterhin und alles Gute Ihnen.